wo größere Gegner sind, die man halt zusammen nur erledigen kann. Und ja, dann braucht man einen Tank, der die Aggressivität quasi der anderen Mobs gleich Monster hält. Ja. Dann gibt es einen Healer, einen Heiler in dem Sinne, der die Gruppe hochhält und DDs. DDs bedeutet auf Englisch Damage Dealer und auf Deutsch übersetzt die Schadensausteiler. So, ich hoffe, ich habe das, glaube ich, sogar jetzt abgekürzter erklärt als gerade. Das war jetzt die Schnellversion. Ja, aber ich glaube, das werden wir noch mal live alles sehen. Die Frage ist nämlich jetzt hier von was, nämlich wird das, was am teuersten ist. Bist du tot? Nein, ich bin nicht tot. Gerade. Ich dachte bloß, ich verletze mich jetzt. Oh, wie genial sieht denn das aus? Bitte schön, wenn sie tau. Aber du kannst doch mich wieder auftauchen. Geht das? Du musst Ja. dann mit der Maus unterm Tauch beim Tauchen mit der Maus Taps, dich taps, taps, bewegen. taps, Ja, taps. sehr gut. Genau dasselbe gilt auch später für Fliegen. Wenn du Okay. fliegst, aber das ist noch in weiter Ferne, das ist Stufe 60. Fliegen. Ja, bis dahin habe ich das schon wieder vergessen. Und bis dahin müssen wir das Gold entweder selber zusammengefarmt haben oder ich steck dir das mal so zu, weil das ist teuer. Oh, okay. Das normale Reiten kostet, glaube ich, irgendwas mit Also ich würde ja jetzt 10 sagen, ich Gold. verdiene mein Geld immer selber, ne? Also. Ja, aber ich glaube nicht, dass du so schnell mal eben. Warte, ich rechne es mal eben grob zusammen. 300 Gold für einen Flugmount. 1000 Gold für das Fliegen in Azeroth. 1000 Gold für das Fliegen in Northrend. Und nochmal 5000 für das epische Fliegen und nochmal 400 für das normale Fliegen. Ich glaube nicht, dass du so viel so schnell zusammenkriegst. Lass dich überraschen. Ja, mal schauen, ja, mal gucken. Wenn ich jetzt bei den Preisen richtig liege, das war jetzt so grob überschlagen vom letzten Stand, den ich wusste. Weil ich habe ja schon erzählt, ich habe das jetzt länger nicht mehr gespielt, das Spiel. Das hat mich auch eine lange Zeit verfolgt oder ja, in meinem Leben sozusagen. 9 Jahre lang. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt hatte. Deswegen wiederhole ich mich gerade so ein bisschen auch. Es tut mir leid für euch beide, dass ihr Genau. das jetzt nochmal hören müsst. Aber das ist nicht schlimm. 9 Jahre WoW-Profi, haben wir dann gesagt. Genau. Werden wir uns auch nicht mit anlegen mit deinem Wissen? Könnt ihr ruhig tun, wenn ihr meint, dass ihr wisst es besser, dann lasse ich mich auch gerne eines Besseren belehren. So ist es nicht. Auch in Denke den dir Kommentaren. nicht. Wenn ich was falsch erzähle und ihr wisst es besser oder ihr habt es gerade gegoogelt, dann belehrt mich ruhig eines Besseren, weil ich gehe nur nach dem Wissen, nach meinem besten Wissen, sagen wir mal so. Besten Wissen und Gewissen. Nein, wir vertrauen dir da 100%. Jo, dann hatte ich vorhin noch so ein bisschen über Donnerfels, also die Hauptstadt der Tauren, geredet. Was da so Ambach ist, dass der Häuptling getötet wurde und seinen Sohn jetzt übernommen hat. Was? Ich habe jetzt eine Rolle des Schutzes. Ja gut, die Rollen, Glüwo, die waren früher mal essentiell, mittlerweile aber gar nicht mehr. Die werden so gut wie gar nicht mehr benutzt, diese Rollen. Weil jeder Charakter hat, das nennt sich Buff, also quasi ein Verstärkungszauber für die anderen Gruppenmitglieder. Das werdet ihr auch noch kennenlernen. Dann gibt es zum Beispiel einen Ausdauer-Buff oder auch Stamina-Buff genannt. Stamina macht dann halt, sag ich mal, für alle Gruppenmitglieder plus 10 Ausdauer. Wisst ihr, was mich gerade nervt? Entschuldige, dass ich dich jetzt hier Kein unterbreche. Problem. Ich laber ja wieder ohne Punkt und Komma. Kurz bevor ich habe jetzt endlich den guten, wie hieß er? Ich muss nochmal gucken. Felendrin gefunden. Und mein Inventar ist voll. Denke mal, der droppt dann bestimmt auch was. Ja. Sein Und Kopf, den brauchst du ja. siehst du? Nein! Ja, man sollte nicht weiterlaufen, wenn man gerade in einem anderen Menü ist. Ja. So, Stufe 4. Hat sie sich mal einfach leicht verletzt? Oh ja, Stufe Stufe 4 4. ist jetzt hier. Was soll ich sagen? Fährten Ich suchen. glaube, ich laufe jetzt erstmal zurück und verkaufe meinen Kram. Ja, mach das. Und wenn ich zurückkomme, ist Marc bestimmt schon Level 6 und hat mich wieder eingeholt. Na, glaub nicht. Glaube ich nicht. Aber ich weiß ja jetzt, wo du auf welchem Queststand du bist, und dann können wir das gleich abgleichen. Na, also von daher macht ihr mal da keinen Kopf. Da kommt sie auch gerade schön die Brücke runtergestolziert und Ja. läuft über den Wege in Richtung Händler. Sehr schön. Genau. Ich bin nämlich hier gerade links von dir am Brunnen.
Links von mir am Brunnen. Wenn du mich siehst. Da. Ich glaube, du siehst mich nicht mehr. Ich bin, glaube ich, schon zu weit weg. Aber ich glaube, ich hatte instinktiv mal ausnahmsweise in die richtige Richtung geschaut. Ich bin jetzt genau da, wo du vorhin vorgelesen hast. Und ich weiß nicht, ob man das noch, ob das in der Aufnahme war. Aber ich werde es dann auch mal. Schreien von Dathrimmar. Ja, wo du mich korrigiert hast. Jetzt kannst du mich vielleicht korrigieren, weil ihr wisst ja, ich lese nicht so gerne vor, weil ich dann mich gerne verhasple und im Kopf bin ich einfach weiter schon. Ich habe den Text dann schon fast fertig gelesen im Kopf. Und, Schön vorgelesen. Eigentlich muss ich ja jetzt zu dir kommen und das vorlesen, ne? Ja, mach mal weiter. Ihr habt den Standort des Schreins entdeckt. Bei einer genauen Untersuchung spürt ihr eine stärkere Präsenz der seltsamen Kraft, welche die gesamte Insel ergriffen hat. So nah am Schrein beginnt ihr euch unwohl zu fühlen. Ein Gefühl der Unruhe beschleicht euch. Auf der bronzenen Platte am Rande des Schreins steht ihre Inschrift. Auf der bronzenen Platte am Rande des Schreins seht ihr eine Inschrift. So. Ich glaube, du liest einfach nur noch vor bald. Ja. Dies ist der Schrein von Dathrimmar, ein würdiger Tribut für einen noblen Elf. Mögen alle, die dieses Monument erblicken, sich daran erinnern, welch Opfer er erbracht hatte, um unser aller Überleben zu sichern. Alle, die in Kel'Thalas, jetzt habe ich mich da auch versprochen, siehst du mal, alle, die in Kel'Thalas leben und gedeihen, verdanken ihre Existenz alleine ihm. Seht ihr, deswegen lese ich nicht gerne vor. Ich dafür umso lieber. Mach das gerne. Arbeitsteilung, ne? Ja. Das erkannt. Achso, wenn ihr euch fragt, warum ihr hier bei mir im Questlog Kampfhaustiere, seht als Reiter, das hier ist immer das Gebiet, beziehungsweise, welches Feature das auch betrifft im Questlog. Das hier, da werde ich noch später drauf kommen. Klein Tommy Grünschnabel oder Kampfhaustierzähmer Nordend und das Turnier der Erhabenen, da werde ich später nochmal drauf zurückkommen. Das ist jetzt unwichtig, ich sag nur, das hat so eine Art Pokémon-Charakter. Ja, einfach mal an mir vorbeirennen. Ja, ich bin gerade voll fixiert darauf, hier zu questen. Mhm. Und dich einzuholen. Übrigens, ich habe die Quest auch schon, die du hast. Mhm. Ja, gib an. Ich habe das nur erwähnt. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass ich die schon angenommen habe, weil ich so in dem Wahn jetzt bin wieder. Eingenommen hast du mich noch nicht. Habe ich gesagt eingenommen? Ja. Oh. Ja, das ist live, das passiert. Ja, vor allem live, ne? Für uns ist es live, ja. Für die Zuschauer ist es mehr als live, weil wir nehmen das ja gerade auf und ihr seht das schon 10 Minuten früher, bevor wir es aufnehmen. So. So, Quest abgeben. Und für manche ist WoW real life. Ja, das stimmt leider. Also, deswegen habe ich auch in dem Infovideo gesagt, WoW, die einen mögen es, die anderen hassen es. Weil es ist wirklich zwiespaltig. Weil es halt auch wirklich so ein Suchtpotenzial hat, das muss ich einfach zugeben. Da führt kein Weg dran vorbei. Also. Und wenn dann die Susi in den nächsten Wochen dann süchtig ist und nur noch WoW spielt und nicht mehr für die Community da ist, dann wisst ihr, wem ihr die Schuld zu geben habt. Genau mir. So. Ich mache jetzt gerade mal die Quest bei dir, aber du bist schon Level 5 bei der Quest gewesen und ich bin noch Level 4. Merkst du was? Ich glaube, du hast viel mehr Monster getötet in der Zeit. Ja, sag ich doch. Ja. Ja, so ist das, meine lieben Liebenden. Und das werde ich mir auch nicht nehmen lassen. Zumindest, ja, ich werde es vielleicht ein bisschen eindämmen, aber... Mag das sein. Ist ja kein Problem. Das kriegen wir schon hin, wie gesagt. Das kriegen wir hin.
Glüvo ist übrigens auch schon Level 10, wie ich sehe. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt werde ich mich mal. Oder wie man in WoW sagt, GZ. Genau, da waren wir ja stehen geblieben, bei den ganzen Abkürzungen. Da ist nämlich die Aufnahme abgeschissen. Ja, ich habe bewusst dieses Wort jetzt gesagt, weil das mich immer noch ärgert. Und ich hatte da halt so ein Büchlein gerade holen wollen, als die Aufnahme abgeschissen wurde. Ist, oder keine Ahnung. Und hier stehen halt so ein paar, ja, so ein kleines Glossar von 4 Seiten oder 5 Seiten. Kleingedruckt in Schriftgröße 4. Hier stehen halt so Sachen wie Add, AFK, Agro-Bedrohung, Agro-Radius, Angriffskraft, AOE, BOE, BIS, AH und so weiter und so weiter und so fort. BRB, Boot, CT-Rate, Debuff, Decursen, Direct Damage, Disconnect, DC, DKP, DMG, DND, DOT, DPS, und so weiter und so fort. Also ziemlich viele Begriffe, die WoW geprägt hat. Die mittlerweile auch im Sprachgebrauch enthalten sind. Ja. Würde ich mal so meinen. Beispiel wäre... Auch für Leute, die nicht WoW gespielt haben. Ja, das ist tatsächlich so. Die WoW hat mit die Internetsprache geprägt, würde ich behaupten, einfach mal. Ja, denn viele von den Begriffen sind sogar bei mir mit angekommen. Also kann es nur so sein. Zum Beispiel, ich schreibe jetzt mal in den Chat. Dann kannst du das auch nämlich lesen. Mhm. Hallöchen. So. Hallöchen. So, das wäre jetzt mal so eine Standardaussage aus dem allgemeinen Chat, wenn man in der Hauptstadt ist. Mhm. Also da sieht man schon, dass hier viel, viel mit Abkürzungen gearbeitet wird. Sehr kreativ. Ja. Heißt so viel, looking for group, Suche nach Gruppe. RFA ist dann die Instanz in dem Falle, also Rage Fire Abgrund heißt auf Deutsch Flammenschlund. Ein Tank ist klar, es wird ein Tank gesucht quasi, heißt es, und 3 Damage-Dealer. Nichts ist gebunden beim Aufheben bzw. beim Equippen und alles FFA, alles Free for All, nichts ist gelockt. Heißt alles, auf alle Items kann jeder drauf würfeln und keiner hat da irgendwie schon was beansprucht. Start ist 18 Uhr, also 18 H halt. So, mal ganz grob jetzt. Meine Frage jetzt, ich habe jetzt gerade das Quest abgegeben, soll ich hier beim lieben Lantan Perilon auf dich warten? Mach ruhig weiter. Ja? Mach ruhig weiter, ich hab dich gleich eh eingeholt, von daher mach dir keinen Kopf, mach einfach weiter. Ich weiß, wann ich ungefähr auf deiner Höhe dann bin. Okay. Spätestens, wenn wir beide dieselben Quests haben, merke ich das, wenn du jetzt, sag ich mal, einen Mob killst und der zählt dann für uns beide. Ach, übrigens, schönen Dank. Ich habe hier gerade Loot von dir bekommen. Das ist nämlich auch was. Besudelter Arkansplitter, den habe ich nämlich jetzt gerade hier bekommen. Mhm. Der die Quest startet. Den hast du sicherlich auch schon bekommen. Das war nämlich der mit dem Kopf, glaube ich. Ja. Und es ist ja so... Wenn man in einer Gruppe ist, unterwegs ist und dann nah beieinander steht, muss man sich das Loot, also die Beute, teilen. Mhm. Und das wird dann halt immer abwechselnd gemacht. Also wenn da jetzt 3 Monster sind, das erste krieg ich, das zweite kriegst du, das dritte krieg ich. Alles klar. So wird das dann... Kenn ich. Ja, das kenne ich auch von anderen. Genau, das ist das Loot-System. Online-Servern hier. Und wenn es halt Questgegenstände sind, kriegt die jeder. Ich werde mich jetzt auf dem Weg zum Falkenplatz machen, um mit der Kundschafterin Alarion zu sprechen. Ah ja, alles klar, weiß ich Bescheid. Ich spring gerade mal hier den Turm runter. Ah, das könnte daneben gehen. Ja, nein, es ist nicht daneben gegangen. Sehr gut. Aber das könnte jetzt daneben gehen und ich sterbe. Nein, ich habe noch einen Lebenspunkt.
Na, geil. Aber nicht gestorben. Das war Skill. Das war jetzt Skill. Ich bin runtergesprungen, nur noch einen Lebenspunkt gehabt. Ja, ich sag ja, ich bin vorhin auch aus Versehen runtergesprungen. Und ja, ich wollte im Wasser landen. Halt so oft tun. Ja. Es gibt aber auch einen Erfolg, wenn man aus sehr großer Höhe fällt. Also und mindestens. Genau, mindestens 25 Meter. Ihr seht, ich habe auch schon, ich weiß nicht, ob ich das vorhin schon gezeigt habe mit den Erfolgspunkten oder ob das in der anderen Aufnahme ist, die kaputt war. Ich habe schon sehr viele Erfolgspunkte. Und das macht halt auch die jahrelange Spielzeit halt auch aus. Erfolgspunkte, die kriegt man halt durch Erfolge, die man gemacht hat, wie zum Beispiel, ich nehme jetzt mal, was nehme ich jetzt als Beispiel? Rasur und Haarschnitt. Besucht einen Barbier und lasst euch die Haare schneiden. Dafür gab es dann einen Erfolg. Also es gibt für fast jeden Kacken Erfolg, wenn man so will. Ne? Trödelt nicht. Der Sieg ist nahe. So. Wo ist die gute Frau da? Level 5. Ach ja. Untersucht, Unterstützung für die Kundschaftler heißt die Quest, ne? Ja. Yep, alles klar, dann bin ich auf deiner Questleine jetzt. So, von den Getriebenen getötet heißt es dann. Geht nach Süden zu den Ruinen von Silbermond und haltet nach der getöteten Kundschafterin beim Dämmerweg Ausschau. Okay. Yep, die liegt da auf der Brücke. Liegt da tot auf der Brücke? Ich meine, oder kurz hinter der Brücke. Dann suchen wir mal die Tote. Konnte sie nicht selber laufen, ne? Das Stück, nein. Nein. Aber ich bin jetzt auch gleich da. Du hast aber trotzdem einen kleinen Vorsprung im Level, weil du halt, wie gesagt, die Monster getötet hast, mehr als ich jetzt. Ich habe mich jetzt nur auf die Questline fixiert. Aber das ist auch nicht schlimm, weil in der nächsten Stadt können wir sogar Berufe erlernen. Dann werde ich gleich mal zwei Berufe oder so erlernen. Kannst du ja auch dann. Da hatten wir ja vorhin so ein bisschen drüber gesprochen, welcher Beruf ist für welchen Charakter oder für welche Klasse am besten geeignet. Und dann habe ich gesagt, eigentlich zählt das nicht mehr, dass eine Klasse oder ein Beruf für eine Klasse besser ist als der andere, weil das WoW schon sehr runtergeschraubt hat. Da kommt sie mir auch entgegen. Winken wir doch einfach mal. Hallöchen. Und, ja. Aber empfehlenswert bei Magier, habe ich gesagt, ist zum Beispiel Schneider und Verzauberung, weil man die Materialien, die man für die Verzauberung braucht, quasi sich durch den Schneider auch herstellen kann, genauso wie die Rüstung. Ja, und, beim Krieger, habe ich dann gesagt, ist es zum Beispiel Bergbau und Juwelenschleifer. Wobei ich da eher zum Schmied tendieren würde, weil der Schmied halt sich auch Rüstungen und Waffen machen kann und sich besser ausstatten kann. Beim Jäger, da ich ja jetzt ein Jäger spiele, haben wir dann direkt mal neuen mit eingeworfen jetzt. Verhält sich das Ganze so, dass er am besten eigentlich Lederverarbeitung nimmt und Kirschnerei. Kirschnerei heißt so viel wie Leder abziehen von toten Tieren. Ja. Aber ich werde jetzt wahrscheinlich Bergbau und Kirschnerei erlernen. Ja, ich werde das. So, jetzt spielen wir auf einem gleichen Level. Ja. Schön, ich renne jetzt wieder in die andere Richtung, weil mir da eine Quest angezeigt wird. Hast du es denn mittlerweile so ein bisschen verstanden mit der Karte, wie du... Ja, mittlerweile, mit der Steuerung. Und es gibt sicherlich noch ganz viele Kleinigkeiten, die ich jetzt noch nicht so auf dem Schirm habe. Ja. Aber so die Grundfunktionen, wie ich das Inventar öffne, wie ich die Karte öffne, wie ich hier rumrenne und so, denke ich mal, habe ich jetzt verstanden. Das ist gut. Hast du auch schon das mit der Karte gesehen, was ich vorhin angesprochen hatte? Warte, bleib mal stehen. Guck mich mal an jetzt. Ja, den grünen Punkt sehe ich, ja. Nee, guck mich mal an. Mein Charakter. Ich gehe jetzt auf die Karte. Siehst du das, was er macht? Das blinkt, oder was meinst du? Ach, du hast selber jetzt auf die Karte geguckt. Ja. Nee, du sollst nur mich mal angucken. Ach, ich sollte dich angucken, dass er die Karte öffnet. Ja, das habe ich bei meinem eigenen Charakter auch schon gemerkt. Das haben sie auch neu reingepatcht, das finde ich richtig cool. So kleine Dinge machen WoW dann auch interessant wiederum, ne? Mhm. Also ich habe ja auch schon erzählt, dass WoW... Nee, das habe ich gar nicht erzählt. Das habe ich dir gestern privat erzählt, ja. Warum WoW
teilweise noch so faszinierend für viele ist. Weil es immer neuen Content nachgeschoben wird, ne? Immer neue Erweiterungen kommen und man kauft sich quasi einmal die Erweiterung, kriegt dann halt so das Grundpackage, sag ich mal, der Erweiterung und dann wird immer wieder was Neues ins Spiel eingefügt. Und selbst wenn mal nichts kommt, dann werden immer noch so kleine Änderungen dran vorgenommen und so. Und das finde ich ehrlich gesagt sehr schön. Ja, und ich bin ja mal gespannt, wie weit wir kommen mit unserem steinigen Weg zu Level 90, bis das neue Add-on rauskommt. Und dann schauen wir mal, ne? Ja, genau. Ja, der erste steinige Weg ist ja schon genommen. Die erste Aufnahme wieder Revue passieren lassen. Ja. Was ist denn? Ja. Bin blind. Halte den Kurs. Die direkt davor und sehe es nicht. Was suchst du jetzt? Zum Fragezeichen, das ist hier in dem Gasthaus. Ja. Ah, okay.